Wie viel Geld bleibt nach einem Leben voller Arbeit noch übrig? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Gewerkschaft Verdi jetzt mit einer Aktion in der Reutlinger Innenstadt. Anlass waren die Reutlinger Gespräche am selben Abend im Spitalhof zum Thema Altersarmut, Schreckgespenst oder reale Bedrohung für Millionen. Die Gewerkschaft Verdi fordert, dass das gesetzliche Rentenniveau stabilisiert und angehoben wird. Kleine Renten sollen deutlich aufgewertet werden. Schon heute seien zeitweise mehr als 1 Million Ältere auf staatliche Grundsicherung angewiesen, so die Gewerkschaft. Besonders betroffen sind neben Frauen auch diejenigen, die wegen Erwerbsunfähigkeit frühzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden müssen.